Glückwunschbärchens und Pingelingeling erstmal. Heute mit einem Bitburger Maibock. Bitburger, sehr begehrt seit 1817. Hopfig und fruchtig frisch mit 6,7 Umdrehungen. Alter Vater, okay. Ja, ob ich die Umdrehung brauche für die neue Platte, die ich euch heute vorstelle, wer weiß. Es geht aber heute um Zwielicht, richtig. Und deren Scheibe From Love with Sinister. Nee, With Love from Sinister. Ja, doch, habe ich auch richtig gesagt. Ja, das ist ein Re-Release, was jüngst erschienen ist auf, genau, Idiots Records. Die haben sich nämlich gedacht, von dem Album gibt es halt nur eine CD, deswegen machen wir ein Re-Release von dem Album halt auf Schallplatte nochmal. Ah, jetzt wollte ich rübsen, ging wieder nicht. Das Witzige an der Sache ist, jetzt spielt er der Major Maggot Feeder mit. Tja, der ist aber auf dem Album noch nicht drauf. Von der Besetzung sind irgendwie nur zwei Leute übrig geblieben, deswegen ist das so ein bisschen was Älteres. Gibt es aber aktuell bei Idiots Records und deswegen hören wir da jetzt mal rein. Wir checken mal die Platte, wie die so aussieht. Zwielicht. Schauen wir mal rein, schön. Vergessen zu pusten. Statisch aufgeladen. So, ja, wie ihr sehen könnt, eine schicke schwarze Platte. Hier unten auch mal das Schwein von Idiots Records drauf hier. Zwielicht. Das ganze Gerät. Ja, und wie sich das anhört, das sehen wir jetzt. Mal gucken, ob das mit dem Einzählen klappt. Eine 3. Nein, hat natürlich wieder nicht geklappt. Ich habe mich zu spät hingesetzt. Ja. Pingelingeling erstmal. Das wird wahrscheinlich Intro sein. Da kann man erstmal mal ein bisschen was saufen, um auf Touren zu kommen. Hier 6,7%. Alter Vater, ey. Wir haben nachmittags. Naja, das kann man ja mal machen, ne? Ping. Ja, das sind ja nur so Klangcollagen, deswegen schauen wir mal rein. Es gibt ja auch einen schönen Beileger hier. Den schauen wir uns jetzt mal an. Da sieht man hier, ja, Texte und die Jungs. Ne? Hier die Texte. Und auf der anderen Seite, wer was wie wo ist. Schauen wir doch mal rein. All Music by Zwielicht. Additional Guitar Elements by One. One, denke ich mal, ne? Haben sie das aufgenommen? Ja, wieder so eine komische Kritzelschrift hier. aufgenommen im Zwielichtbunker Herne 2013-14. Ja, also vergessen zu erwähnen, ne? Ist auch hier Nordrhein-Westfalen Black Metal Circle, ne? Wisst ihr Bescheid? So, was haben wir denn hier noch? Fotografie, ja. Zwielicht A. Was? KF Saw? Kann auch hier keiner lesen. Was soll das denn heißen hier? Das ist, manchmal ist es eine schwierige Sulfur an der Gitarre, Penoid an der Gitarre und Pemkeron am Bass. Ist ja, ja, wie gesagt, auf 300 limitiert. Ich habe die Nummer 97 bekommen. Ja. Ist auch immer ganz lustig, ne? Hatte ich letztens Geburtstag, kommt der Major Maggot Feeder hier rein, ja, schenkt er mir eine Platte von seiner eigenen Band. Ist aber auch immer ein wundervolles Geschenk, weil ich bekomme ja immer sehr gerne Musik geschenkt. Deswegen ist mir geholfen, weil ich habe schöne neue Musik und derjenige muss ich so viel Geld ausgeben. Aber das ist okay, das ist völlig okay. Nein, das war jetzt, weiß ich, böse gemeint oder so, ne? Nicht böse nehmen. So, jetzt ist das immer ein langes Intro. Skippen wir jetzt mal einfach wild in Song Nummer 3 rein. Also bis gleich. So, jetzt muss ich mit Anzählern gehen. 3, 4, 5, Bier. Das ist jetzt wieder zu spät. Ah. Oh, ein sehr klassischer Auftakt, ne? Ja, und dann natürlich rein. Ruppe, 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 ruppe. Also für einen Proberaum-Sound, das muss ich jetzt mal echt sagen, ne? Für Proberaum-Sound ist das echt gut. Zwielicht Bunker Herne, ja. Da steht doch nicht, wer das, ja, Record, Mix and Masters. Das haben die da alles über sich im Proberaum aufgenommen. Das finde ich bemerkenswert. Rumpelt schön, rumpelt nicht zu sehr. Also, ne, Black Metal. Black Metal muss immer
will nicht schmutzig sein. Das muss immer richtig dreckig sein und von der Straße gekratzt werden irgendwie. Fast schon geschrien gesungen, ne? Die Vocals an einigen Stellen. Jetzt ja nicht, aber jetzt kommt das, glaube ich, nochmal. Nee, nicht. Machen das nicht so A-B-A-B, da kommt nochmal ein neuer Part drin. Ja, ist klassischer Black Metal, das wollt ihr hören. Das ist, ja, fernab von diesem Post-Black Metal, wo man erst so ein bisschen Klimper-Parts macht und die gehen dann 10 Minuten die Stücke oder so, obwohl die sind auch ganz schön lang, ne? Stellt natürlich die Spielzeit hinten nicht drauf, aber auf der Platte sind 1, 2, 3, 4, 5, 7 Songs. Ja, dann werden die wohl auch länger sein. Ich finde ja immer kurz und on point gut, aber ich kann das auch verstehen, dass das halt im Black Metal oder gerade so Post-Black Metal irgendwas, dass das da eine andere Rolle ist, ne? Also andere, ja, einen anderen Wert hat, dass man da ein bisschen ausschweifen, aber also 16 Mal ein Riff spielen, da kann man gerne zum Point kommen. Jetzt mal hier zur Musik. Ja, das meinte ich. Hört ihr? Das ist so fast schon geschrien, gesungen, irgendwas. Also Vocals finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant, weil das ein bisschen was anderes ist als dieses typische Black Metal rumgekeife, ne? Kingelingeling. Ja, auch hier mit den Gitarren, ne? Schöne Melodiebögen drin, ne? Das sage ich oft. Ich labe oft von Melodiebögen und so in der Musik, ne? Ja, ich glaube schon. Aber das Gehacke hat halt Vorrang, ne? Und Schlagzeuger solide, macht da einen guten Job, ne? Und hackt sich so durchs Leben. Wobei ich mich immer frage, ja, man hört da schon Bass raus, aber das kommt auch viel von der Gitarre. Ich finde, Leute, Jungs und Mädels, braucht Black Metal Bass? Kontroverse losgetreten. Ja, ich find's halt interessant, weil die Gitarren halt sehr auf diesem höhenlastigen Black Metal sind, aber unterschwellig rumpelt das halt total. Das liegt aber auch viel an der Bassdrum. Ist das jetzt der Bass in Schuld oder die Bassdrum oder dass die Rhythmusgitarre anders gestimmt ist? Man weiß es nicht, ne? Also ja, es ist auf jeden Fall bekömmlich. Bekömmlich wie dieses Bier, obwohl das ganz schön reinschält. Pingelingeling. So, jetzt mal ein ruhiger Part. Komm, nicht immer die ganze Zeit hacken. Es muss auch mal so ein bisschen ruhiger reingehen, damit man mal Luft holen kann, ne? So als Hörer muss man auch mal Luft holen. Ich finde, ich sag immer, es gibt nur eine einzige Black Metal Platte, die von vorne bis hinten Gehacke ist und die voll klar geht, das ist Transylvanian Hunger von Darkthrone. Da geht das voll klar. Da stört mich das auch nicht. Bei anderen Bands ist das immer so, ach, jetzt werde ich doch mal langsam. So nämlich, ne? Und dann auch schön mal ruhig mit der Double Bass wieder einen Aufbau machen, damit man so einen Climax hat oder sowas. Das ist gar nicht verkehrt, mal ein bisschen vom Gas zu gehen. Finde ich in dem Falle sehr gelungen und sehr gut, tatsächlich. So, und jetzt muss aber... Geht's jetzt schon wieder los? Nee, jetzt ist nur eine Double Bass. Da merkt man, dass im Proberaum müssen wir so ein paar Nuancen gehen halt unter. Aber, wie gesagt, das spielt ja bei Black Metal keine Rolle, ne? Das muss schäbig sein. Black Metal muss schäbig sein. Und jetzt hier auch so eine schöne Passage, ne? so Melodien nicht so ganz klar definierbar und halt dieser Mittempo mit der durchgetretenen Double Bass. Ich bin aber sehr gespannt hier. Jetzt kommt jetzt hier so ein cleaner Zwischenpart, ne? Immer wenn das so, nee, doch nicht. Ja, sowas ist geil. Sowas überzeugt dann auch live, wenn man da steht, weil das drückt wie so eine Wand rein, ne? Wenn, ihr kennt das ja, wenn man live spielt, oder weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man live spielt und einen echt schlechten Mischer hat, dann kann der Sound richtig übel werden.
Und je vertrackter man dann ist und je mehr man dann hackt, desto mehr geht einfach alles in so einem Soundbrei unter. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, so eine Wand zu produzieren, die einfach schiebt. Weil das kriegt, das sollte zumindest auch ein schlechter Mischer hinkriegen, der jetzt nicht unbedingt mit Solo-Gitarren groß geworden ist. Sagen wir mal freundlich, ne? So, weil der Solo-Gitarrist, der ärgert sich dann immer bei solchen Leuten. Oh, wieder aus dem Nähkästchen geplaudert hier. Ja, sowas ist gut. Das ist so dieser Takt, der ist super. Den finde ich total klasse. Da gehe ich mit per Du, ja. Dann kann er auch wieder gehackt werden, aber dann wieder rein in sowas richtig schöne Walze, 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 Walze kann's. Genau. Und weil wir ja nie Zeit haben, hören wir jetzt mal direkt in die B-Seite rein und dann sind wir mal überrascht, ob da vielleicht noch der ein oder andere Hit auf uns lauert. Also bis gleich. Wollen wir mal gucken, ob wir da jetzt reinkommen. 3, 4, 0 Bier. Ja, eine Mikrosekunde zu spät. Aber gut, jetzt wieder Intro. Ja, so spooky. Halloween fast schon, ne? Klingelingeling. Ja, auch ganz wichtig, Neues machen. Neues, Neues, Neues. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Als der Fäkalpapst oder Vigridre und sein Kompagnon das erste Neil Nocturne aufgenommen haben. Obwohl, gleich geht's weiter mit der Geschichte. Genau so. Sowas ist geil. Sowas ist geil. Das hat eine schöne. Das vermittelt direkt eine schöne Atmosphäre. Naja, was wollte ich zu Neil Nocturne sagen? Ja, als sie ihr Demo aufgenommen haben, war denen das zu clean. Und dann wollten die noch so, ja, Krachelemente da drin haben, aber die nicht so vordergründig sind. Und haben einfach einen Staubsauger aufgenommen und den ganz, ganz, ganz leicht da drunter gelegt. Und das erinnert mich so ein bisschen an, das ist natürlich kein Staubsauger, logisch. Aber hier so mit so Feedbacks und so ein bisschen Noise im Hintergrund, so ein bisschen Fläche und kreieren, weil jetzt nur die Akustikgitarre wäre vielleicht ein bisschen zu leer. Und dann füllt man das einfach mit, ja, mit so ein bisschen Feedbacks und Geschnurre und Gebrumme gegen den Verstärker und so. Ja, das sowas ist gut, ne? Aber ich bin ja auch so ein ollen Bathory-Liebhaber zum Beispiel. Finde ich ja mal ganz großartig. Oder ja, ich mag wohl auch diesen Post-Black-Metal-Scheiß zuweilen. Germ zum Beispiel mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Das ist gut, aber jetzt so langsam, jetzt eine Steigerung her. Aus dem Feedback müsste so ein Riff entstehen, was da drüber spielt und dann Schlagzeug einsetzen und dann alle rein und ihr kennt das Spiel, ne? Dann ab da geht's dann los. Bin mal sehr gespannt. Wir warten nochmal ab, was passiert. Ich mache nochmal Pingelingeling, meine Güte. Und Schädelbier. Ich glaube, wenn man einen Kasten von trinkt, hat man am nächsten Morgen so richtig Spaß. Nicht ping. So, jetzt genug Atmosphäre. Jetzt rein. Was sagt denn die Rille? Nee, das ist wieder so ein Intro, ne? Das ist nur so ein Intro-Stück, das ist gar kein Song in dem Sinne. Wie heißt der? 13, glaube ich, ne? Ist der 13? Stand da hinten drauf. Ja. Das ist, ja, aber sowas finde ich geil. So Sound-Collagen oder sowas, ne? Das ist auch so ein bisschen, ich komme immer wieder drauf zurück, 65 Days of Static, das sind halt die Könige der Sound-Collagen mit so Feedbacks und so. Ey, Godspeed You Black Emperor, die können das auch. Ganz, 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 ganz großartig, obwohl ich den neuen Platten nicht mehr so geil finde, da bin ich eher so bei den alten verortet. Sigur Rösch haben das seinerzeit auch sehr, 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 sehr häufig gemacht. Und da stellt sich mir dann immer die Frage, haben sich Black Metal Bands auch mal so ein bisschen was bei solchen Bands abgeguckt? Also bei so, ja, sag schnell, wie heißt es, bei so ja, experimenteller Musik? Weiß man nicht. Auf jeden Fall war das so ein bisschen Godspeed-Zeug. So, jetzt. So, und jetzt einmal vorgeben, ne? Heavy Metal und dann rein. Ah, ne, zweimal. Ja, und dann. Ja, als hätte ich es gewusst, ne? Aber das ist halt Black Metal.
Finde ich schön, wie die Gitarre dann auch mal so eine leicht dissonante Note in einigen Parts da reinbringt. Also nur so ein Müh an Sekunde und dann wieder rein in dieses, in das eigentliche Songschema. Pingelingeling. Und jetzt haben wir wieder die Midtempo-Parts, die ich so geil finde. Jawohl. Ja, Zwielicht, meine Damen und Herren. Was soll ich sagen? Schöner Black Metal, nicht die ganze Zeit aufs Gaspedal getreten, was ich ja sehr gut finde. Also es ist schön abwechslungsreich. Dann diese sphärischen Sachen finde ich mega, die finde ich richtig gut. Davon können es eigentlich noch ein bisschen mehr vertragen, wobei, ich muss ja auch mal dazu sagen, wir hören die Platte ja nie ganz durch. Ne? Das heißt, ja, mir gehen da natürlich ein paar Songs flöten und wahrscheinlich habe ich jetzt die gehört, wo das nicht so ist und der Rest der Platte wäre so, aber man sieht ja schon so den roten Faden, ne? Den man hier hat. Deswegen, Zwielicht supporten, Idiots Records supporten, ganz wichtig. Und da habt ihr mal wieder eine schöne Black Metal Band aus NRW. Also, gönnt euch mal Zwielicht und das Album, Titel habe ich schon wieder vergessen, With Love From Sinister, genau. Ja, das muss an dem Maibock liegen, ne? With Love From Sinister von Zwielicht. Ich trinke auf euch. Oh, und dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Ich hoffe, nachts. Nachts ist das immer am besten. Ne? Aber supporten und jetzt abschalten. Ne? Abschalten, 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 abschalten.